Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich heiße euch jetzt willkommen auf dem Devblog von War Thunder. Da sind wieder drei schöne Stücke reingekommen. Natürlich kommen morgen auch wieder genug rein, aber jetzt erstmal die drei. Wir haben hier ein sehr interessantes Flugzeug, oder besser gesagt einen sehr interessanten Jet. Der hat leider im späteren Fall einen sehr, sehr bösen Beinamen bekommen. Stimmt aber leider. Ein F-104 Starfighter, auch genannt der Witwenmacher. Unter den etwas jüngeren Leuten da draußen, die nicht so wissen, Witwenmacher, wie kommt der Name zustande? Diese Flugzeuge hatten irgendwann sehr starke Mängel und verursachten dadurch sehr viele Tote. Wortwörtlich. Wie kann ich es am besten einfacher aussprechen? Viele von diesen Dingern sind abgestürzt, die Piloten konnten nicht mehr aussteigen, konnten den Jetpack nicht mehr benutzen, weil da schon viele Mängel aufgetreten sind und sind damit abgestürzt und gestorben. Ja. Leider, es ist bedauerlich und naja, da kann ich nur mein Beileid an alle diejenigen aussprechen, die damals durch diese Flugzeugreihe da ihre Verwandten verloren haben. Mehr kann ich da leider nicht mehr sagen. So, gehen wir mal auf Pro und Contra ein. Schneller als Mach 2, wortwörtlich. Gute Steuerbarkeit bei Überschallgeschwindigkeit, ausgezeichnete Steigrate und Energieerhaltung. Mit der Steigrate kann ich euch ja noch nicht so viel Informationen sagen. Da gibt es nicht so viele Informationen dazu. Zumindest von Gaijin-Seite, ne? Das ist halt so der Nachteil. Contra, eingeschränktes Waffenauswahl. In früheren Versionen natürlich, das stimmt. Schlechte Manövrierfähigkeit. Also Manövrierbarkeit, Entschuldigung. Ja. Naja, was soll ich sagen? Was diesen Jet angeht, er wird uns bereichern. Aber zum anderen, wenn man so überlegt, was durch wie viele dadurch dieses Ding gestorben sind, ohne eine Kampfhandlung einzugehen, muss ich schon sagen, ist das schon heftig. In der Kampfhandlung, wenn da jemand stirbt, das ist immer so. Aber ohne, ja, das ist schon heftig. Aber gut, gehen wir mal auf die ganzen anderen Daten ein. 2333 km/h das Ding auf dem Tacho. 2333, das ist sehr enorm. Ich weiß nicht, wie das hier in Spielern sein wird. Ja, das wird enorm. Also, ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen. Mal sehen. Müssen wir wirklich abwarten. Derzeit auf italienischer Seite, aber es werden noch ein paar auf deutscher Seite landen. Welche Version genau, weiß ich jetzt nicht. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber auf deutscher Seite auch. Es gab davon viele, viele Versionen. Und es kann auch sein, dass viele Versionen davon, weil das ist ja von Lockheed gebaut, von Amerikanern, also kann es sein, dass bei den Amerikanern auch einige von diesen Modellreihen landen werden. Co. Gucina war auch, hatte auch, soweit ich weiß, ein paar gekauft. Aber wir werden sehen, welche Version wo was wie reinkommt. Ne? So, wir besitzen eine einzige 20mm Kanone. Maximale Munitionsanzahl ist derzeit unbekannt, aber rechnet mal mit so knappen 100 bis 200 Schuss. Ne? Mehr wird nicht drin sein. Wenn mehr drin ist, auch ganz geil, aber es wird, ja, ich sag mal eher, es wird eher begrenzt sein. So, das Waffenarsenal im Allgemeinen. Also die frühe Version hatten nicht allzu viel. Da waren höchstens Sidewinder-Rakete und vielleicht noch irgendein Zusatzbehälter mit irgendwelchen extra Waffen dabei. Eventuell auch Bomben. Aber das eigentliche komplette Waffenarsenal dieser Modelle kann ich hier auf Wikipedia euch wiedergeben. Ist schon heftig. Das ist das komplette Waffenarsenal, was diese ganzen Modellreihen immer wieder mal so bei sich hatten. Was ist davon für uns auf jeden Fall möglich? Sidewinder auf jeden Fall. Da sind werden auch mehrere Versionen mit auftauchen. Wie ihr seht hier, JNL-Version, also da ja, B-Version, auf jeden Fall in den früheren Rängen. IM-7 hier, die Sparrow, ich glaube ja, ich kann es euch nicht sagen. Also hier steht ja extra bei der F-104S war die Sparrow mit vorhanden. Vielleicht wird diese Luft-Luft-Rakete mit dabei sein. Ne? Wir wissen es noch nicht. Dann haben wir hier den Namen Selenia, glaube ich mal eher nicht daran. So, Luft-Boden-Raketen. Die AS-30, die haben wir schon im Spiel, die wird auf jeden Fall dabei sein. Vielleicht kriegen wir sogar hier die Kongsberg. Pi mal Daumen, obwohl das sind Seeziel, Seeflugzielkörper, also, ne? Gegen Seeziele.
Das macht jetzt eher mal so gar keinen Sinn. Ja, ich entschuldige mich übrigens, falls ihr im Hintergrund irgendwelche Motorgeräusche hören solltet. Fenster sind zu, aber man hört trotzdem die ganzen Harley-Fahrer da draußen bis und geht nicht mehr. Ne? Warm draußen, Sonne scheint, da kommt nämlich alles, was eine Harley hat, natürlich so raus und fährt damit rum. Bisschen manchmal unangenehm. So, FFAR-Raketen kennt ihr ja, Mighty Mouse werden dabei sein. Hydra-Raketen auch mit von Tacho auf jeden Fall. Snap-Rakete kennen wir auch. Oder auch Matra genannt. CRV-7, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht auch nicht. Warten wir es mal ab. So, bombentechnisch. 500 Pfund Bombe, ne, oder 227 Kilo Bombe, also Mark 82 wird auf jeden Fall dabei sein. Die andere Mark 82 hier, Snake Eye, ja, möglich, ist halt auch eine Freifallbombe. Da weiß ich nicht. GP, doch, das ist die italienische Version, die ist auch mit von der dabei. Das sind 372 Kilo. Auf jeden Fall. Das hier, da kann ich nicht zu 100%. Ne, das sind Streubomben, die haben wir noch nicht im Spiel. Eigentlich schade, oder? Die könnten wir noch gebrauchen. Nuklear werden wir nicht drin haben. Und das hier sind Zusatzbehälter, die wir im Spiel nicht gebrauchen können. Aufklärungsbehälter brauchen wir nicht im Spiel, ne? Oder hier was? Abwerfbare Flugspitzen, Zusatztanks, halt Sprit werden wir jetzt auch nicht gerade vonnöten haben, ne? Oder irgendwelche Kameras, Co. Ihr seht, hier sind ja Trainingsbombenbehälter. Also das Waffenarsenal hier, das hier ist auf jeden Fall, irgendwas davon wird auf jeden Fall dabei sein. Ja, interessanter Jet. 2330 km/h. Wir hatten noch nie so ein Speed auf Lager in War Thunder, glaube ich. Also, da muss man sich erstmal dann dran gewöhnen. Kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass das sehr schwierig sein wird. Na gut, warten wir es mal ab. Gehen wir eins weiter. Da haben wir nämlich ein schönes Schiff auf uns zufahren. Wunderschönes Schiff. Also, ich finde das Ding geil. Tone, japanisches Schiff. Ich weiß nicht, wie die Japaner das sonst aussprechen. Ich sage jetzt Tone dazu. Vielleicht haben sie auch Tonne gesagt oder keine Ahnung. Ja, diesen japanischen Sprechdialekt dann da, das kann ich leider nicht nachmachen. So, wir gehen mal. Schwerer Kreuzer, wie ihr seht. Rang 5. Wir gehen mal auf Bronkontra ein. Mächtige Flugabwehr, dazu komme ich gleich. Schwer gepanzerte Munitionsbunker, das ist auch enorm. Contra, großer toter Winkel im Heckbereich. Hier ist nämlich nichts. Hier ist kein Geschütz. Ein bisschen doof. Und leicht gepanzerte Türme. Ja, die Türme sind ungefähr auf 20-30 mm Panzerung zu schätzen. Ungefähr Pi mal Daumen. So genaue Daten gibt es da nicht. Kann man aber so im Groben sagen, weil dieses Schiff hier zur Mogami-Klasse gehört. Daher lässt sich das so im Groben mal sagen. Ja, gucken wir uns das mal kurz hier an, bildtechnisch. So, sieht mal ganz, ganz nice aus. Also hier ist der tote Winkel. Also hier ist wirklich kein Geschütz. Finde ich eher Verschwendung. Aber das wurde halt, ja, aus irgendwelchen Gründen gemacht. Vielleicht sogar wegen diesen Aufklärerflugzeugen, wer weiß das schon, ne? Tippe ich jetzt mal wegen der Schiene hier. Wer weiß das schon. Ja. Gut, dann gehen wir mal auf alle Daten ein. 4x203 mm Zwillingstürme. Viermal. Also hier seht ihr 1, 2, 3 und 4. Vier Stück. Und jeden sind halt zwei Kanonen drin, ne? 2, 4, 6, 8. Acht Geschütze. 8x203 mm. Das wird schon Aua machen. Dann haben wir hier noch 4x127 mm Mehrzweckkanonen mit verbaut. Die sind. Schwer zu sagen, wo die sind. Hier an den Seiten. Oh, jetzt schon wieder laut draußen. Ja, seht ihr? Hier an den Seiten. Auf der anderen Seite sieht man das dann halt auch. So, und jetzt kommen wir zur Flugabwehr. Und da wird euch die Kinnlade runtergehen, denn bei mir ist es auch passiert. 62 mal 25 mm Kanonen. 62. 62 Kanonen, die gegen Flugzeuge vorgehen. Die Anzahl hat mich hier noch nie. 62. Also wer auch immer als Pilot meint, das Ding anzugreifen, der kann einfach nur verlieren. Ich werde dieses Schiff niemals mit meinen Flugzeugen jemals
angreifen. Das kann ich euch auf jeden Fall als Garantie sagen. Denn selbst ich bin sehr gerne Pilot in War Thunder, aber ich weiß, wo meine Grenzen sind. Und das ist eine Grenze. Das ist Tabu, das Ding. Das kannst du nicht bekämpfen. Nicht mit dem Flugzeug. Das ist einfach, ja, unmöglich anzufliegen. Mal dazu. So, dieses Schiff verfügt noch über zweimal dreifach Torpedogeschütze, also Torps, ne? Es werden die Typ 93 Torpedos sein, das heißt, die gehen 20 Kilometer weit. Das ist enorm. Also, wir haben hier ein wirklich brachiales Schiff. So, die Gürtelpanzerung bei dem Ding, also hier, beträgt 100 mm. Das ist sehr, sehr viel. Und es wurde ja angesprochen hier extra, wegen dem Munitionsbunker. Der wird dann in dem Bereich hier ungefähr sein. 145 mm nochmal oben drauf. Also, das Ding ist sehr, sehr gut geschützt. Sehr, sehr. Und obwohl es diese ganze Bewaffnung hat und diesen enormen Schutz, kann es 65,7 km/h fahren. Er sagt, es sind 35,5 Knoten, aber es ist halt 65,7 Kilometer. Das ist enorm. Also, das ist ganz schön heftig, was das Ding aufbringt. Das Ding will ich auf jeden Fall erforschen, weil da muss ich mir keine Gedanken machen, dass irgendein Spinner mit einer Bombe mir zu nahe kommt. Wirklich mal. Da brauche ich keine Angst zu haben, dass mir irgendwer eine Bombe auf den Schädel schmeißt. Sowas von nicht. Das Ding, das ist echt heftig. Ja, dann gehen wir trotzdem mal eins weiter. Ein Schnellverfahren. Was ihr hier habt, ist ein kleiner, süßer Panzer. Das Chassis stammt vom BMP-1. Das sieht man aber auch. Oder von einem BMP zumindest. Aufgrund dessen, es ist ein Raketenpanzer, die Panzerung wird zwischen 20-30 mm sein. Das sieht man dem Ding auch an. Mal zur kleinen Info. So, jetzt habe ich meine Schwierigkeiten mit den Namen. 9P157-2 Chrysanthema. Chrysanthema, würde ich mal sagen. Why not Bot? Ja. Ah, das Chassis ist vom BMP-3, also das Fahrgestell. Aber trotzdem ein interessantes Fahrzeug, würde ich vielleicht behaupten. Ist jetzt nicht mein Fall. Also ich mag diese Raketenpanzer jetzt nicht. Aber für andere euch da draußen wird das Ding sehr interessant sein. Immer auf die Pro und Kontras ein. Einzigartiges Zielsystem, das auf allen visuellen Ebenen arbeitet. Da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen erstmal. Verheerende starke Raketen. Fähig, zwei Raketen auf zwei verschiedenen Zielen abzufeuern, das ist neu, das ist heftig. Also wir können vielleicht zwei Ziele gleichzeitig bekämpfen. Wärmebildgerät, okay. Contra, gewöhnliche Panzerung, kann nichts aus der Bewegung feuern. Oh, schlecht. Keine speziellen Raketen mit Annäherungszünder oder was für Luftziele. Keine Rauchgranaten. Also verstecken ist nicht mit dem Ding. Super. Na toll. Verstecken ist also nicht drin. Ja, zu den Raketen selbst. Diese Raketen verursachen einen Schaden von 1200 mm. 1200 mm. Also, ihr könnt jeden Panzer, den wir in War Thunder fahren können, mit diesen Raketenpanzer, also mit den Raketen von ihm, zerstören. Jeden. Es wird keinen geben, den ihr damit nicht zerstören könnt. Irgendwann wird natürlich ein Kontraprodukt auf jeden Fall eintreten. Aber momentan wird es keinen Panzer geben, der gegen diese Raketen eine Chance hat. Überhaupt kein einziger überlebt das Ding. Und da habe ich jetzt Bedenken, dass das sehr, sehr oft vorkommt, dieses Fahrzeug. Aber es, andererseits hat es einfach keine Panzerung. Ihr könnt da entweder mit dem Hauptgeschütz oder mit dem Maschinengewehr reinhalten und schon ist das Ding im Eimer. Vor allem stelle ich mir die Frage, was passiert, wenn man dieses Raketensystem beschießt? Dann müsste, weil ich meine, es gilt als Munition. Also müsste es explodieren. Kann ich mir gut vorstellen, dass das dann auch der Fall so ist. Ja. Ja, das wird schon sehr. Ja, das wird. Ich habe so ein bisschen Bedenken bei dem Ding. Ich habe wirklich Bedenken, dass das jetzt, sobald das drin ist, die Leute auf jeden Fall intensiv farmen werden. Erforschen werden und dann damit in den hohen Rängen rumfahren, aufgrund seines Ra ihr Ranges,
Na, würde ich mal sagen, wäre das ein 10er oder zumindest ein 9-7er auf jeden Fall. Vielleicht wird das aber wirklich auch ein 10-3er. Möglich ist alles. Und ja, da kriegen die Russen wieder etwas Starkes. Nein, was stark sehr große Schäden hervorrufen kann, einen sofortigen Tod bringen kann, sagen wir es mal so. Aber was gar nichts aushält. Dann warten wir mal auf das Update ab, ne? Gut, Leute. Ja, damit bin ich schon wieder durch. Ich hoffe, es hat euch informiert. Wenn ich euch informiert habe, dann Like da lassen, Kommi, Abo. Ihr kennt's. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Zockertag. Viel Spaß beim Zocken halt. Und ansonsten bis zum nächsten Dev-Vlog, ne? Bis dann, Leute. Ciao.